Mit dem Pferd an der Bushaltestelle. La 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 la. Für welche Aktion muss ich absteigen? Hä? Hallo? Hallo? Oh. Oder muss ich das Ticket hier vielleicht irgendwie... Nö. Hm. Und wann kommt der Bus denn endlich? Tja, das weiß niemand. Ich schau mal eben nach. Mich hat auch keiner privat angeschrieben, das ist gut. Ja, aber für welche... Oh. Shopping Center von Jervik City. Ach. Ja, toll. Und der sagt die ganze Zeit zu mir, dass ich da warten soll. Was ist das denn für ein Blödmann? Ah, so, weil ich nicht mit Pferd hier reingehen kann. Jetzt verstehe ich das. Okay. So, dann werden wir doch mal mit dem Kerl hier sprechen. Du da. Ja, genau du. Siehst du nicht, dass ich gerade den Boden gewischt habe? Genau dort, wo du jetzt gehst? Also diese Jugend heutzutage. Pah, kein Respekt mehr. Okay. Meine Schuhe sind etwas dreckig, ich gebe es zu. Na, was willst du hier? Du sollst Waren für James aus Fort Pinter abholen, sagst du? Ha, du bist nicht die Erste, die er schickt, sollst du wissen. Bloß weil er zu geizig für ein Busticket ist, schickt er alle 5 Minuten Leute hierher. Und wer erbarmt sich all dieser Schäfchen, die hierher kommen? Richtig, das bin ich. Aber nun reicht es. Ich kann dir auch nicht helfen. Das musst du schon selbst sehen, wie du zurechtkommst. Ach, na gut, weil du mich so lieb bittest. Aber zuerst musst du mir mit etwas helfen. Du hilfst mir gerne, sagst du. Gut, gut. Dann bist du nicht ganz so faul wie die anderen, die James sonst hierher schickt. Also, wie du sehen kannst, ist der Boden hier spiegelglatt. Das habe ich nicht schlecht gemacht, wenn ich das mal so sagen darf. Leider gehen die Leute einfach hier mitten durch, gerade wie es ihnen passt. Aber dem werden wir einen Riegel vorschieben. Sie benehmen sich, als ob ihnen dieses Einkaufszentrum gehören würde. Kein Respekt vor meinem Handwerk. Pah! Stell diese Warnschilder dort auf, wo ich gerade gewischt habe, damit der Boden sich zumindest kurzfristig von all dem Schmutz hier erholen kann. Also hopp, stell die Schilder auf und komm nicht zurück, bevor du nicht fertig bist. Okay. Auch wenn ich nicht besonders viel Geld dafür bekomme. Aber wir machen das mal. Da sind die Schilder, genau. Also die Steuerung ist immer noch gewöhnungsbedürftig im Gegensatz zu so ziemlich allen anderen MMOs. Aber es ist okay. Also so langsam muss ich ganz ehrlich sagen, gewöhne ich mich wirklich dran. Das Schlimmste finde ich nur wirklich, dass man direkt seine Quest verliert. Ich habe doch noch 2 Schilder, hallo? Dass man seine Quest direkt verliert, wenn man mal offline ist zwischendurch oder so. Hat er den hier oben auch gemacht? Hallo. Ah, ja, da hinten ist wirklich was. Okay. Stellen wir hier noch eins auf. Und vermutlich noch eine Etage höher. Aber was ist das hier? Oh. Okay. Das ist meine Anfängerrüstung noch. Also, da kann ich jetzt von hier aus auf alle meine Sachen zugreifen, die ich... Ja, bei mir quasi im Stall gebunkert hab. Das ist ja cool. Was? Willst du mich veräppeln? Wie geschlossen. Aber unten ist, glaube ich, sonst nichts. Ah, doch da vorne. Aha. Okay. Okay, okay. Ich nehme an, dass das wohl nachher dann auch frei wird hier, wenn wir vielleicht was mehr gemacht haben oder so. So, ich wollte gerade mit dem Typen sprechen, aber es geht ja gar nicht. Was ist denn das da hinten für ein Laden? Ah, da gehen wir auch gleich mal eben rein.
So. Die Anforderungen haben wir erfüllt und hier gehen wir mal kurz rein. Ah, die haben bestimmt auch Stulpen, oder? Kann ich bei dir nichts kaufen? Mit ihr reden kann ich auf jeden Fall nicht. Ach so, dann kann man sich das direkt angucken oder wie? Ah, okay, das ist natürlich, das ist cool. Das ist natürlich etwas blöd. Wenn man die Schleife zum Beispiel sehen will, ist das natürlich die völlig falsche Seite. Oh Gott, das sieht aus wie eine Melone. Ach, die ist für hinten, okay. Was ist das? Guck mal bitte in die andere Richtung. Oh Gott, naja. Okay, muss ja jetzt nicht unbedingt alles, ja. Die sehen aber irgendwie cool aus, aber sind auch sauteuer, muss man dazu sagen. Aber die sehen schon cool aus. Schade, dass man jetzt hier, nee, kann ich nicht wegmachen. Kann ich nur das Foto machen. Ich habe mal ein Erinnerungsfoto gemacht, damit ich noch weiß, dass ich die eventuell holen möchte. Was ist das hier? Oh Gott. Die sehen irgendwie seltsam aus. Oh, die sehen aber auch schön aus. Doch. Das ist ja mal cool. Mit einem Totenkopf drauf. Gut, muss man nicht unbedingt haben, aber das sieht schon krass aus. Oh, aber mit Blümchen? Blümchen sieht es irgendwie schön aus, finde ich. Das würde auch gut zu dem anderen passen. Aber 1500 Schilling, ich meine, die haben doch wirklich irgendwie was offen. Dann doch lieber die 15 dafür bezahlen. Weil das ist... Nee, das geht gar nicht. Das ist eindeutig zu teuer. Haben wir ja keine Gamaschen mehr. Alles nur Schleifchen und hier die... Und doch hier. Die sind auch wieder 80, aber die sind... Ja, die sind auch extrem hell, ne? Oder halt so. Naja. Irgendwie sehen die alle ein bisschen komisch darauf aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee. Nee, muss jetzt nicht unbedingt sein. Also jetzt auf jeden Fall nicht. Später weiß ich nicht. Könnte es sein, dass ich dann auch mal welche hole. Oder werde ich wahrscheinlich auch welche holen, mal zur Auswahl. Heu habe ich noch. Na ja. Was ist das? Purple Pony. Okay. Wow. Also das sieht ja mal richtig geil aus. Was ist das? Cantarella. Ein Spiel der Masken. Venedig brauchte eine Heldin. Es bekam zwei. Tagsüber arbeitete Elena in den Ställen der Contessa Columbia, aber mit dem Einbruch der Dunkelheit zieht sie ihre lila Maske an und wird zu Cantarella. Gemeinsam mit ihrem treuen Ross Tintoretto kämpft Cantarella dafür, die Last der Ungerechtigkeit von den Bauern und Pferden des Reiches zu nehmen. Der Karneval in Venedig steht kurz bevor und zu unserem stylischen Paar gesellen sich schon bald viele Maskenträger. Der boshafte Duca Arlecchino veranstaltet ein großes Maskenfest und alle Lords und Ladies von Venedig sind eingeladen. Mit Schlagmitternacht müssen die Gäste jedoch feststellen, dass ihre Masken mehr als nur Kostüme sind. Cantarella reitet zur Rettung, aber irgendwas stimmt nicht mit ihrer lila Maske. Auf einmal tanzt die Heldin mit der purpurfarbenen Feder nach Arlecchinos Pfeife. Nun liegt es an Tintoretto, den Duca zu stoppen, bevor seine Reiterin und Venedigs Elite in ihr wässriges Grab tanzen. Oh, die haben Wörter hier drin, das ist krass. Oh, was ist das denn? Wie süß ist das denn? Wie sauteuer ist das denn? Aber wirklich süß. Kann ich mir aber nicht leisten, ist mir zu teuer.
Hallo? Komm, gerade hast du doch noch richtig gestanden. Los. Darf ich jetzt nicht mit dir reden? Ich meine, vielleicht, wenn ich dann auf die andere Seite gehe. Hallo? Die redet anscheinend nicht mit jedem. Puh. Wenn sie mein Geld nicht wollen, dann haben sie halt Pech gehabt. Was ist das? Ah, okay. Sieht ja schon irgendwie cool aus. Ist natürlich viel zu teuer, also das Zeug würde ich nicht kaufen. Aber sieht schon recht geil aus. Ohren. Elfenohren. Okay. Gut, ich meine, das sollen ja irgendwelche Kostüme sein. Spieler Level 9 braucht man hierfür. Ja, und jede Menge Geld. Also es ist wirklich verdammt teuer. Und sieht ein bisschen abgespaced aus irgendwie. Das ist alles relativ gleich. Ach du Schande, ist der Hut groß. Eieiei. Ob man damit überhaupt noch reiten kann, ich weiß es nicht. Okay, ja gut. Ich sag mal, ist ja eh für uns zu groß. Und wir wollen ja auch keine Shoppingtour machen. Da sind wir reingekommen, genau. Sondern wir wollten nur mal kurz gucken, was hier so alles drin ist. Wieso bin ich jetzt hier schon wieder? Hallo? Dann war das die Ausgangstür. So, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück zu dem Kerlchen da unten, der auf uns wartet. Ach, hier ist ein Aufzug. Nee, oder? Ach nee, es ist gar kein Aufzug. Ach, gucken wir mal, was hier für Frisuren drin sind. Ah, aber das ist eine kurze Frisur. Kurzer sieht immer scheiße aus. Und, was ganz wichtig ist, es ist kein Pink dabei. Was ist das denn? Okay. Nee, also ganz ehrlich, das geht gar nicht. Nee, nee. Gar nicht. Es muss schon was sein, was wirklich gut aussieht. Sonst bringt mir das alles nichts. Hey. Was ist denn jetzt wieder? Also warum der jetzt gerade aus dem Spiel rausgegangen ist, weiß ich auch nicht. Ja, ja, gar nicht dumm. Es gibt vielleicht doch noch etwas Gutes in dir. Ja, das war schon. Ach so, du hast wohl geglaubt, dass du schon fertig bist? Pah, genau wie ich es mir gedacht habe. Du bist genauso ein Faulpelz wie alle anderen Schäfchen, die hier in mein Einkaufszentrum gekommen sind. Du bist kein Faulpelz, sagst du? Okay, dann sollst du eine Chance bekommen zu beweisen, dass du nicht so ein verwöhnter Bengel bist, wie all die anderen, die hierher kommen. Die führen sich auf, als ob ihnen das alles hier gehören würde. Und unhöflich sind sie. Aber wenn ich das meinem Chef erzähle, höre ich nur, dass man immer nett zu den Kunden sein soll. Pah. Also, wenn es nach mir ginge, dann würde hier kein einziger Kunde das Einkaufszentrum je betreten. Dann würde hier Ordnung herrschen. Aber bis es soweit ist, muss man sich ja jemand um den ganzen Müll kümmern, den die Leute hier einfach so wegschmeißen. Und heute bin das nicht ich. Ha! Also los, heb den ganzen Müll hier auf. Dann helfe ich dir nachher. Vielleicht. Los. Da kriege ich nur 10 Schilling für. Willst du mich veräppeln? So. Ah, da unten habe ich gerade noch was gesehen. Da lag auch Müll rum. So, wo haben wir denn noch was? Leuchtet es? Komisch, wo der ganze Müll ja eigentlich herkommt. Als ich hier eben rumgelaufen bin, war hier noch nichts. Ja. Doch, da hinten ist noch was.
Okay, das passt genau mit dem, was ich noch unten gesehen habe. Sieht so ein bisschen aus wie überdimensional große Fliegenfänger. Ja, lauf bloß nicht drumherum. So. Gut, du hast ordentliche Arbeit geleistet. Okay, du scheinst aus besserem Holz geschnitzt zu sein als die anderen Drückeberger, die hier herumspazieren. Ich werde dir helfen. Zischen. So. Ja, du, ich kenne James' Methoden schon. Das letzte Mal, als er hier war, hat er versucht, mir eine Wohnung in einem der Türme in Fort Pinta aufzuschwatzen. Die Wohnungen waren jedoch nicht einmal gebaut. Es gab nicht einmal eine Baugenehmigung dafür und er hat trotzdem versucht, mir so viel Geld aus der Tasche zu ziehen, dass ich dafür ganz, jetzt habe ich nicht mehr lesen können, Valedrale oder so, hätte kaufen können. Pah! Ich habe ihm sehr deutlich zu verstehen gegeben, was ich von ihm halte. Ha! Ich habe einen Menschen noch nie so schnell laufen sehen. Er muss den ganzen Weg nach Fort Pinta schneller als ein durchgegangenes Pferd gelaufen sein. Seitdem hat er sich nie mehr hierher gewagt. Ich nehme an, deshalb hat dieser Wicht dich hierher geschickt. Naja, die Kleider bestellt James immer bei Gordon im Kleidergeschäft. Da hinten. Sprich mit Gordon, er ist ein feiner Kerl und kann dir sicher helfen. Komm mit der Kleiderlieferung danach zu mir. Das macht ja keinen Sinn, wenn du das alles mit dir herumschleppen musst. Ich passe so lange darauf auf, bis du wieder zu James zurückfährst. Okay, das ist ausnahmsweise mal echt nett. Achso, Pferderüstung. Doch, das war was Neues. Die muss er dann bei Alux bestellt haben. Ihr gehört der Pferdeausrüstungsshop hier im Shopping Center. Geh und sprich mit ihr. Und komm zurück, wenn du die Lieferung bekommen hast. Dann gebe ich in der Zwischenzeit darauf acht, bis du wieder zu James zurückfährst. Das hat doch keinen Witz, wenn du die ganzen schweren Sattel tragen musst, während du dich hier umsiehst. Ja, umsehen wollte ich mich jetzt eigentlich nicht mehr, weil das habe ich schon gemacht. So, jetzt müssen wir mal eben schauen. Die Karte kann man wenigstens sehen, aber auch wenn ich jetzt hier Punkte sehe, gehe ich mal stark davon aus. Oh, Moment, doch. Die hier habe ich vorhin gar nicht gesehen, die Tür. Das sind die Sättel, okay. Herzlich willkommen in Jorviks größten Pferdeausrüstungsshop. Wie kann ich dir helfen? Die Ausrüstung für James? Ah, du bist hier, um seine Bestellung zu holen? Schade. Ich dachte, ich tue James einen Gefallen, also habe ich seine Bestellung schon verschickt. Das war gerade vor 5 Minuten. Da hast du wirklich Glück gehabt. Warum freust du dich nicht? Du sparst dir die Schlepperei. Haha, du bist schon ganz schön komisch. Warum willst du dich so plagen, wenn du dir das sparen kannst? Du hast versprochen, die Lieferung abzuholen, sagst du. Okay, okay. Wenn du dich beeilst, dann erwischst du JB vielleicht noch, bevor er vom Shopping Center wegfährt. Wer JB ist? Das ist der Chauffeur, der die Lieferung nach Silverglade fährt. Er bleibt immer noch auf eine Tasse Kaffee, bevor er sich wieder mit seinem Lieferwagen auf den Weg macht. Geh gleich ins Café hier im Shopping Center. Dann erwischst du ihn vielleicht noch. Tschüss und bis bald. So, Sattel und Decken und Trensen kann ich mir eh nicht leisten. Also brauche ich gar nicht erst so gucken. Vor allen Dingen ist das ja alles so sauteuer. So, Kaffee. Das ist kein Kaffee, aber da muss ich auch noch eben hin. Hallo. Willkommen im Kleidergeschäft. Dem größten Kleidergeschäft auf ganz Jorvik. Wenn du eines unserer tollen Kleidungsstücke anprobieren möchtest, dann geh einfach in die Umkleidekabine dort hinten und sieh dir unser wunderbares Sortiment an. Die Kleiderlieferung für James? Ach so, ich dachte, du willst etwas kaufen. Naja. Hm, nun wollen wir mal sehen. Ja genau, James' Bestellung habe ich im Lager. Warte, dann gehe ich los und hole sie. Ja genau, die Türe zum Lager schließe ich ja jeden Tag ab. Ich habe den Schlüssel immer in meinem Rucksack. Diesen Kleinkram verliert man so schnell. Und so weiß ich immer, wo er ist. Warte, dann hole ich ihn. Hm, wo habe ich meinen Rucksack? Ich muss ihn irgendwo vergessen haben. Oh nein, so komme ich nicht ins Lager. Kannst du mir helfen? Der Rucksack muss hier irgendwo im Shopping Center sein. Bitte, kannst du nicht nachsehen, ob du ihn findest? Aber sicher doch, also für Schilling tue ich fast alles.
Für Star Stables mache für Star Stables. Für Star Coins mache ich noch mehr. So, ich gehe mal stark davon aus, dass der nicht unten ist. Ich habe auch gerade nichts gesehen. Lauf! Susanne, lauf! Du brennendes Kaninchen! Und schwupp, einmal eingepackt und weiter geht's. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich mir diese Shire rausholen soll. Das ist wahnsinnig viel, ja, Geld nicht, aber wahnsinnig viele Punkte. Also die wahnsinnig viele Sterne kostet das. Muss ich jetzt gerade aussehen? Ja, ne? Ja. Aber es ist so schön. Ausgezeichnet. Du hast mal einen Rucksack gefunden. Ha, du errätst nie, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ich habe vergessen, die Tür zum Lager abzusperren. Also hätten wir den Schlüssel aus dem Rucksack gar nicht gebraucht. Aber danke vielmals, dass du mir geholfen hast, ihn zu finden. Das war trotzdem Glück im Unglück, dass ich vergessen habe, das Lager abzuschließen. Während du mit meinem Rucksack gesucht hast, habe ich die Bestellung für James geholt. Hier, also für wen war die Bestellung gleich nochmal? James, ja genau. Bist du sicher, dass du nicht zuerst zum Hausmeister hier im Shopping Center gehen sollst? Alle anderen, die Bestellungen von dir geholt haben, sind immer zum Hausmeister damit gegangen. Und ich verstehe sie. Diese Lieferung wiegt mindestens 100 Kilo und du willst das ganze Zeug doch nicht unnötig herumschleppen. 100 Kilo Kleider mindestens erhalten, okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich denn da... was für Kriege, aber ich gebe es mal hier ab. Aber, hallo. So, du hast also die Kleiderlieferung für James bekommen. Die ist ganz schön schwer, nicht wahr? Habe ich mir gedacht. Alle Lieferungen von James wiegen eine Menge. Ich passe darauf auf, wenn du den Rest von James Sachen holst. Kein Problem. Gut. Aber... Treppe hoch. Stehe ich nicht, aber ich denke mal, das heißt dann so viel, wie das oben der Rest ist. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr, was wir jetzt da finden müssen. So. Das ist aber gar nicht hier auf der Karte. Aber da steht was. So, meine ich das jetzt vielleicht mit Treppe, dass wir da hoch müssen? Sieht fast so aus. Oder, nee, ist das jetzt unter der Treppe? Moment, jetzt muss ich aber doch nochmal gucken. Ach so, das Café, genau. Ah, ja, okay, dann ist es natürlich Blödsinn, dass wir hier hochgehen. Das Café wird wahrscheinlich irgendwo unten sein. Hier können wir rein, aber das ist anscheinend nicht das Café, wo wir hin müssen. Das ist das mit dem Pony. Oder ist das Café doch unten? Das kann natürlich auch sein. Kein Café. Ich gehe jetzt mal einfach hier reingucken. Kann natürlich auch sein, dass das hier einfach das Café sein soll. Ach nee, das war, ja. Bin ich jetzt oben oder unten rausgekommen? Ich bin oben rausgekommen. So, aber hier finde ich jetzt nicht mein Ziel. Das ist kein Café. Also gehen wir wieder nach unten. Ah, Moment, rechts. Ah, jetzt verstehe ich das, warum das unter den Schließfächern angezeigt worden ist. Okay.